So Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Mount and Blade Bourbon, Staffel 3, Folge Nummer 100... 38 oder sowas. Entschuldigung für die schnelle Unterbrechung letzte Folge, aber bei uns wurde echt Sturm angerufen. Auf jeden Fall, wir werden jetzt nochmal schauen. Und warten, bis wir vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen Unterstützung bekommen. Mein einziges Problem ist jetzt der Typ. Ich will nicht, dass er da hilft. Das wäre ein bisschen Abfuck. Und auf jeden Fall werden wir das jetzt, glaube ich, belagern und unser Glück versuchen. So, kommt hier vielleicht noch irgendjemand? Nee, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Leute. Eine 300er Burg. Wir sind 200 Mann oder so. Ich habe so das Gefühl, das ist der größte Fehler meines Lebens, dass ich jetzt diese Stadt angreife. Wow. Okay. Aber egal, mal sehen. Vielleicht wird's da was. Solange ich jetzt early nicht so viel Schaden kriege und so viele Bogenschützen wegmache wie möglich, ist das, glaube ich, alles okay. So, das sind ziemlich viele. Ja, das sind alles Nords-Leute. Und Nords-Leute. Oh mein Gott, Nords-Leute sind ja ziemlich stark. Auf mich wird die ganze Zeit geschossen, glaube ich. Deswegen mache ich mal einen kleinen Sidestep immer wieder gleich. So, den dürfte ich schon ein paar Mal. Jawohl, der ist tot. Das Gute hier ist, das sind keine Scharfschützen. Das heißt, die gehen nicht immer wieder runter beim Nachladen. So. Neuen Platz suchen. Damit ich jetzt die Linken wegmachen kann. Lol, was war das gerade für ein Schrei, Alter? Ich habe schon gedacht, wir haben gewonnen. Aufgabe des Feindes. Das wär's, ey. So, guck mal, ein paar. Wir haben schon die Hauptbogenschützen eigentlich weg, wenn ich ehrlich bin. Guck mal, da haben wir noch einen. Den wir easy machen können. Der hier wird schwer, ne? Naja. Ist das schon Unterstützung oder was ist los hier? Oder kommen wir da einfach nicht drauf? Oh, guck mal, da können wir wieder einen wegmachen. Perfekt, zeigt euch nur. Zeigt euch nur. Aber wir kriegen gerade ziemlich hart aufs Maul. Aber, oh Gott, ich habe schon einen auf der Burg gesehen. Auf der Mauer. Oh mein Gott, Armbrustschützen machen es uns wieder kaputt. Und what the fuck sind diese Pfosten da in der, im Boden? Die KI ist doch gerade sowieso schon richtig behindert. Das macht es doch nicht besser, die mit den Pfosten. So. Weg ist der. Und ich muss unbedingt drauf und hält. Oh Gott, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Schubst euren König doch nicht runter, ey. Ich bin euer bester Mann, das wisst ihr, Jungs. Oh mein Gott, kriegen wir gerade aufs Maul. Aber ein paar Tapfere sind noch drauf. Genau, natürlich passiert mir das genau jetzt. Ey, das gibt doch nicht. Das ist gerade wieder so ein Abfuck. Dass hier nicht einfach so ein Befehl gibt für wie sowas wie macht eurem König Platz oder so. So, den sehe ich jetzt natürlich überhaupt nicht, aber den habe ich getroffen. Ja, habe einen verbündeten Soldaten getroffen, hammergeil. Wäre ich oben, wären wir schon längst durch. Dann hätte ich aber so viele weggemacht in der Zeit. Aber nein. Oh mein Gott. Das darf uns nicht passieren. Wir werden die ganze Zeit abgeschossen von der Seite, Mann. Das darf nicht passieren. Das regt mich gerade auf. Guck mal, wie viele Leute wir schon verloren haben. Nur weil ich nicht auf dieser blöden Mauer bin. Das gibt es nicht. Das können wir uns gegen 300 Mann nicht erlauben. Hier, wieder, ich fall wieder runter, weil diese blöden Armbrustschützen keinen Platz machen. Hier, guck mal, wie knapp ich wieder. Na komm, ey, das ist doch ein Witz, oder? Wenn ich Glück habe, kann ich den da töten, ne? Okay, wenigstens etwas. Ey, mein Gott, das gibt's doch nicht, Jungs! Ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Guckt euch die an, die kommen da auch nicht durch. Aber wir sind schon etwas mehr drauf jetzt. Oh Gott, da ist wieder einer gestorben.
kann euch auch nicht zeigen, was da oben passiert, ey. Da sind noch richtig viele Leute. Richtig viele sind da noch. Aber meine Männer machen gerade einen guten Job. Das sind meine Männer. Das sind hundertprozentig meine Männer. Neue Feinde. Ich muss hoch, Jungs. Das kann es doch nicht sein, ey. Oh, Jungs, ihr macht einen guten Job da oben. Tut mir leid, dass ich euch nicht helfen kann. Ja, wir kommen hoch. Wir kommen hoch, wir kommen hoch. So halb. Ja, ich bin noch safe auf der Leiter. Oh, wir sind oben. Jetzt geht's los, Männer. Der König ist da. Euer König ist da, Männer. Jetzt geht es los. Ich glaube, die Stadt gehört uns. Oh, jetzt komme ich nicht über die Treppe hoch. Ich würde gerne runterspringen, aber es ist ein bisschen zu weit. Oh, einen habe ich weggemacht hier. Oh Gott, jetzt komme ich nicht mal eine dumme Treppe hoch. Jump. Nice. Das war ein guter Jump. So, wir müssen hier durch. Wir müssen diesen Turm unter Kontrolle haben. Ich glaube, da blocken sich. Ne, die blocken sich zwar nicht, aber. Die machen nichts. Aber hier muss ich aufpassen, weil hier spawnen die gleich wieder alle. Und ich will nicht mitten in der Wave stehen. Okay, die spawnen etwas weiter hinter. War es das schon? Unten ist nichts mehr. Die blockieren sich mal wieder. Ich könnte kotzen. Die blockieren sich nicht, aber die tun nichts. Ich könnte gerade wieder kotzen. So, wenn ich hier von der Seite durch könnte, dann könnte ich hier ein bisschen mit draufschlagen. Aber das ist schwer, wenn ich geblockt werde. Oh mein Gott, ich hätte hier nicht hingehen sollen. Kann ich hier mit dem Bogen schießen? Sollte, ne? Ich habe ein paar Headshots oder so. Nun, Teamkameraden getroffen, das gilt nicht. Guckt euch den hinteren an, der blockt mich einfach. Jetzt dürfen nicht die Leute vor mir sterben, ne? Aber das sieht gut aus, Männer, das sieht gut aus. Das sollte eine weitere Stadt sein für das Königreich der Mitte. Ich versuche hier einfach reinzuschlagen, ey. Ich kann aber. Das ist echt blöd, dass man so geblockt wird, ey. Oh, ich glaube, ich sollte jetzt mal eben mit meinem Bogen ein bisschen schießen. Ja, nice, den habe ich getroffen. Lieber mal den Pfeil verschießen. Oh mein Gott, sind aber noch echt viele Gegner. Würde der mal Platz machen, ne? Dann könnte ich auch mal weggehen. Dann würde ich nämlich von da hinten einfach in die Menge schießen. Komme ich hier irgendwie mäßig hoch? Ne, leider nicht. Du Behinderte! Oh Gott, ey! Ja. Oh mein Gott, endlich. Ich bin durch. Wir kriegen Verstärkung. Die brauchen wir auch, wie es aussieht. So, ein paar Kopfschüsse hier verteilen. Und die kriegen auch keine neue Unterstützung mehr. Das heißt, die Burg, sie gehört offiziell gleich uns. Oh, guck mal, jetzt kann ich so. Ja, jetzt ist da rechts auf einmal keiner mehr, ne? So, jetzt kann ich hier mal schön ein bisschen reinhauen. Oh, die Verstärkung kommt. Oh, ist das ein Gegner hier, Enzer? Weg mit dem, Ja, ich werde mal ein bisschen von hier so drauf schießen. Immer so schön in die Beine. Macht zwar nicht so viel Schaden, aber es macht Schaden. Haha! Oh shit, dieses Schild hat gerade echt gut geblockt. Und ich habe keine Pfeile mehr. Scheiße. Obwohl, die Burg gehört immer, die Stadt gehört eigentlich immer noch nicht so ganz uns. Was ich mal vielleicht machen könnte. Was vielleicht. Nee, ich wollte eigentlich über die Mauer gehen und dann von oben ein paar Leute schlagen. Oh shit, die kriegen da noch Unterstützung. Nee, ich komme da nicht drauf, ey. Oh Gott, aber das sind eigentlich nur noch meine Männer, also Männer aus meinem Trupp, die sollten das eigentlich machen. Wie gleich die alle runterfallen, geil. Nach, die stehen hier immer noch, ja, ne? Jungs. Ist schon geil, die Wand hier, oder? Ich muss schon sagen, die Wand, sie, die,
Ist gut, ja. Soll ich jetzt hier irgendwie Gedicht vortragen oder was soll ich machen? Ey, so, das ist echt. Und die da oben kämpfen um ihr Leben für mich. Und ihr. Ach oh Gott. Tja, hätte ich gern noch ein paar Pfeile, ne? Aber das sollten unsere Männer haben. Der Text ist, der Chat da unten ist eigentlich dauerhaft grün und es wird, ich habe das Gefühl, werden nicht weniger. Aber jetzt haben wir's, Jungs. Komm, der soll noch runterfallen. Ha, sehr schön. Wir haben 26 Tote. Das ist nicht gut. Aber wie immer können wir uns ja natürlich hier ein paar Leute nehmen. Und es ist eigentlich auch egal, was für Leute wir uns nehmen, weil wir werden jetzt sowieso erstmal hier wieder ein paar Leute einquartieren, bevor wir die Stadt irgendjemand geben. Hier ein Meisterbogenschütze, nice. Infantinist, Mameluke noch, so perfekt. So, wir werden die erstmal noch keinem geben, wie immer hier. Und stationiert eine Garnison hier. Na, wie viele sind das? 30? 40, das geht eigentlich. So, und Jungs, hä? Na, das gehört einfach auch noch uns. Aber geil, auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier wieder. Wir haben ein schönes Rot. Nur das stört noch, aber das, darum kümmern wir uns ja dann, wenn wir das hier angreifen. Aber erstmal müssen wir mit dem Nordskönigreich Frieden schließen. Männer, by the way, danke. Dürft gerne wieder zurück. Habt ihr es sehr gut gemacht. Das habt ihr wirklich sehr gut gemacht. Und wir haben jetzt wieder unsere Dingens hier, ne? Das gehört auch wieder uns. Na, mein Freund, wie geht's dir, hä? Als ich noch da war, war ich noch kein König und das hier gekauft habt, ne? Oder ich glaub's schon, aber. Jetzt bin ich dein Herrscher. Erstmal Marktplatz. Oh, ja, Brot. Oh, ja, geil. Sehr schön. Und jetzt hier ein Dingens stationieren hier. Ein paar Leute geben. Dass die Stadt auch schön safe ist. Nordveteranen geben wir mal noch, die hier auch noch. So, und das ist jetzt mein Elite-Trupp. Abgesehen von dem hier. Komm, die Mamelucken gebe ich auch noch mal her. Habe ich noch Reiter? Ja, hier. Komm auch noch rein, die auch noch. Ja, das ist jetzt mein Elite-Trupp. Das sollte eigentlich 75. Ja. Suno hat auch nur 100. Oh, okay, 200. Aber Pram hat nur 100. Ne, Velusa 175. Das sollte eigentlich so passen. Yelkala 275. Sehr schön. Ja, und sowieso hier 229 Elite-Trupps. Na, obwohl es sind keine Elite-Trupps mehr. Aber gut, aber gut. So, wie sieht das hier aus? 60 Mann, perfekt. 36 ist immer noch nicht so gut. Aber ich werde jetzt erstmal ganz schnell zurück zu meiner Frau rennen. Und schauen, wen ich die Stadt geben kann. Es muss halt auf jeden Fall einer sein, der mich mag. Muss ich nämlich mal schauen. Erstmal zur Halle des Fürsten hier. Keiner da. Ah doch, der will ich uns anschließen. Fürst Olaf! Hammer geil, da ist einfach Olaf. Ha, geil. Aber wir haben ja. Oh, unser ganzes Essen ist sogar weg. Okay. Ja, wer kriegt das denn jetzt, ne? Uxka. Kann ich so schlecht sagen, ne? Das müsste man jetzt mal wieder gucken. Wird wahrscheinlich gleich auch noch eingenommen. Königreich der Mitte. Wer? Der hier. Kontroverse 0. Wer waren das jetzt? Ich weiß es nicht. Klar groß, ne? Ne, Klagus, Klagus, genau. Ne, ah, das ist jetzt wieder ein bisschen Abfuck. Ne, das steht gar nicht im. Wer mich mag und wer nicht. Auf jeden Fall muss ich jetzt. Oh Gott, ich gebe das jetzt irgendeinem Namen, den ich kenne.
Und das wird sein. Das wird sein. Eigentlich könnte die Stadt auch mir geben, ne? Eigentlich könnte die Stadt auch mir geben. Soll ich's tun? Soll ich es wirklich tun? Da hätte ich nämlich drei Städte, glaube ich, ne? Lehen gewähren, hier uxkalmäßig. Ah, Pafen gehört auch Bier, okay. Glaube ich zumindest. Der Atze ist auf jeden Fall nicht, ne? Gleich mal dem Olaf? Nee, oder? Nee. Firentes. Ja, der mag mich, der mag mich. So, wer hasst mich, wer hasst mich, wer hasst mich, Jungs? Gerade, Iria, genau. Ein Lehen gewähren, eine Burg. Na, die haben wir noch zu vergeben, wie es scheint. Die kriegt dann dieser Iria. Wo ist er hier? So, wer hasst mich noch? Minus, also richtig brutal. Gerade hier so wirklich keiner. Oh, doch, 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 der Attis. Dann gebe ich dem halt noch was, oder was? Nee, noch nicht. Gut, Leute, 16 Minuten sind wir jetzt schon angelangt. Das Rot, das ist wirklich wieder da. Das hier holen wir uns bald wieder. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.